Ja, nach dieser Wohlfühlfolge geht's jetzt weiter bei Resident Evil 7 mit der Schrei-Herz-Kasper-Folge. Scheiße. Was war denn das? Was zum Fick war das gerade eben? Oh, ich hab, oh, fuck, ey. Warst du überhaupt im Spiel? Ich weiß es nicht. Ich habe auch immer noch die Befürchtung, dass unser lieber Kollege Sandro Odak, der hier noch im Büro rumhängt, irgendwann also während der Aufnahme krass erschrecken wird. Oh, Oh, fuck me, du Scheiße, dumme ey. Oma, ey. Oh. Pass auf, die schnappt dich. Also das ist irgendwie shit, ey. Fackel die mal ab. Geht nicht. Das kommt davon, wenn man die alten Leute nach dem Spielen nicht wieder zurück in den Schrank packt. Da Wo liegen die sind wir denn überall im jetzt? Hier ist Haus rum. Zerlegungsraum. Hier sollen wir uns treffen, ne? Ach, schau mal, hier war das, okay. Drüben war der Jack. Wir können ja nur so unten rum, ne? Ja. Oh, was war das? Ich mal kurz um. Hast du gehört, ne? Ja, klar. Aber was ich nicht sehe, macht mich nicht heiß. Na dann warten wir einfach ab. Naja, sollen die doch zu mir kommen? Scheiße! Du musst das ja sagen! Fucking hell, wieso? Stirb, du Scheißvieh! Was ist es? Stirb, du Mistvieh! Stopp! Stopp, ist schon tot. Boah, wie viel hält denn das aus? Aber du musst es ja sagen. Die soll zu mir Wieso kommen. da? Du darfst nicht sehr laut sagen. Hier ist an der Kamera ist doch ein Mikrofon dran. Was ist denn das? Das ist so wie so ein. Das erinnert mich voll an einen Licker. Aus den alten Spielen. Kennst du die noch? Ja, die so Mit dem ein. Hirn und der Ja, Zunge? genau. Hat er das auch so eine Zunge? Also zumindest halt so tierisch jetzt auf mich zugesprungen. Aber so eine komische Zunge hat er nicht Oh, mehr. fuck me. Naja, gut, das dachte ich aber eigentlich, ich würde hier durchkommen. Aber gut, wir nehmen sicherheitshalber nochmal den hier. Das ging ja eigentlich ganz gut. Besser als mit der Pistole. Ja. Ich glaube, für die Viecher soll man. Entschuldigung? Soll man die Shotgun nehmen? Ja? Hm? Tja. Hat Elena im Tippsvideo von der GameStar erzählt. Elena das im Tippsvideo von der GameStar erzählt, dann wird es ja wohl stimmen. Muss man hier rein, oder? Ja. Ich wollte gerade sagen, da darfst du nicht mich angucken, aber das machst du ja gar nicht. Ist da. Also da ist das Leiche. einzige Licht. Da ist halt der Kopf. Da ist nichts. Oder liegt der die Etage höher auf der Bank? Da war nämlich auch noch mal eine Bank Der und eine Korb Leiche. liegt eigentlich eine höher. Ist jetzt hier offen vielleicht? Nee. Kann man jetzt hier raus? Oh, scheiße, ey. Aber echt Hut ab, wie die das drauf haben, so Schocker zu platzieren. Hier war der Korb. Da ist er, oder? Ja. Er packt mich doch jetzt. Warte mal, hinten steht was. Prove your was? Im Schild? Prove your real man, stick your hand down the pig's Pig's Road. throat. Ach du Scheiße, du musst da reingreifen. Bestimmt von vorne so. Stimmt, wir haben ja eine Kamera dazu. Gott. Der Warum? Schlangenschlüssel. Warum? Wer steckt denn sowas da rein? Vor allem funktionieren? Ah.
Okay. Aber funktioniert Wirbelsäule und Hals so? Dass du da mit der Hand so durchgreifen kannst, bis du im Magen drin bist? Ja. Ich glaube nicht. Nicht ganz so. Wenn uns Ärzte zugeschaltet sind, könntet ihr das verifizieren oder widerlegen? Inklusive Beweisvideo. Wow, oh. Shit! Der ist hin. Nee, der ist nicht hin. Alter, wie viel vertragen die denn? Einer hat es, oder? Bin ich sicher. Nope. Sehr gut. Wow. Shit. Oh. Ast rein. Ja. Du Killer, du. Laut Drehbuch solltest du jetzt fallen. Ja, der macht nur noch eine kleine Übung am Abend. Der ist hin? Vorbildlich. Die vertragen echt viel, ne? Also, vielleicht ist die Waffe doch scheiße. Mann, aber die ist irgendwie geil. Na dann. Ich weiß nicht so recht, ob das so viel bringt oder ob das nur gut aussieht. Mit Flammenwerfer? Ja. Also wenn mir jetzt hier auf dem Rückweg durch diesen total verschleimten Keller nicht nochmal eine Horde von diesen Arschgeigen über den Weg läuft, dann habe ich es nicht gerade eben verschrien. So, wo sind denn jetzt überall Schlangenschlüssel? Auf jeden Fall in der Lobby, diese obere. Dann in dem oberen Bereich, wo das Badezimmer und so war. Hier passiert jetzt auch irgendeine Scheiße auf jeden Fall. Die alte ist auf jeden Fall weg. Augen zu und durch. Das ist doch irgendwie alles viel zu dick, dass es da jetzt nichts rausplatzt. Ah, weiß nicht, das ist auch so. Hier unten im Keller kannst du, den können wir als erstes holen, oder? Nee, nach links. Ach, stimmt. Das ist nach links. Jetzt geradeaus. Da hinten durch, ne? Was war das schon wieder für ein Geräusch? Ein elendes Scheißgeräusch war es. Mit offenen Armen dem Tod entgegen. Wie denn sonst? Hier ist aber nur ein Raum dahinter, oder? Schau mal, ist das jetzt? Ach, das ist einfach nur die Rückseite. Aber hier sind wir doch schon mal. Da sind wir vor dem Bosskampf hingekommen. Vielleicht kommt man da jetzt wieder hoch. Sonst ist das ja relativ witzlos hier, oder? Und damit kommt man ja jetzt eigentlich nur. Oder war die Tür vorher dann zu? Naja, man kam da hinten nicht wieder raus. Hier kommt man jetzt nur dahin, aber hier hängt hier noch irgendwie was? Was ist das? Nö. Stimmt, da hat man sich das dann geholt. Ja, das ist, glaube ich, jetzt relativ witzlos. Na ja, toll. An diesem Ethan Must Die-Modus kommt man, glaube ich, hier dann irgendwie lang. Ja. Das ist ja dann ein Weg, sondern ja. Nur das Haus. Ja, dann jetzt aber hier erstmal wieder nach oben, oder? Genau. Macht mich sehr froh. Die Gegend ist am klügsten. Geradeaus und jetzt nach links? Nach links? Hier links. Genau. Ah! Oh. Arschgesicht. Zwei hat er jetzt aber respawned. Aber ich fürchte, mit der Pistole ist mir der zu schnell. Ja. Naja, also wenn, dann muss man dem mit der Shotgun. Dauert sonst zu lang. Okay, irgendwas ist hinter dir. Ich glaube auch. Speichern? Ja. Aber wie krass das wäre, wenn sie irgendwann einen von diesen Safe Rooms umbauen und es dann irgendwie voll so das Höllending. Mhm.
Was das voll der Fehler war, die Shotgun wegzutun. Ja. Dann nimm doch den Flammenwerfer weg und pack die Shotgun rein. Meinst du? Ja. Allerdings habe ich jetzt für die Shotgun halt auch nicht so viel. Wie viel hast du dann? Null. Ja, irgendwas Flintenmunition, oder? Du hast zumindest irgendwie mal welche eingesammelt. Jetzt unten? Ja, aber du hast doch. Nee, das ist hier diese mit drei. Mit drei. So, was haben wir jetzt hier? So. Was ist natürlich auch doof. Was denn? Jetzt haben wir halt diese Pistole repariert, aber mit. Was ist das, nur ein Pistolenreparatur-Kit? Weil wir haben ja noch diese andere Flinte, die wir defekterweise der Statue in die Hand gegeben haben. Die war doch schlechter. Ja? Ja, bestimmt. Da stand aber auch irgendwas mit Pistolenreparatur-Kit dran. Ja, vielleicht ist es schon schlecht mit Gun übersetzt. Weiß ich nicht. Ah. Jetzt wird es auch chilly hier bei uns. Wir haben, um die Spannung zu erhöhen, auch das Fenster geöffnet, damit es richtig schön kalt wird. Und wir auch ein bisschen anfangen zu zittern. Ich glaube, ich muss das Fenster gleich mal zumachen. Also wohin? Oh, erstmal da ist der Klingenmann. Okay. Die Frage ist halt immer, ob man gegen die Viecher tatsächlich so doll kämpfen muss oder ob nicht Flucht die bessere Wahl ist. Tja, eine Frage, die wir uns jetzt nicht mehr stellen müssen. Gucken wir erst hier oben. Ja. In anderen Häusern waren doch keine Türen mehr, die verschlossen waren, oder? Würde ich mir nicht so sicher sein. Oh. Das sieht ja total harmlos aus. Hier kann nie irgendwas Schlimmes passieren. Nie, niemals. Schau mal, das ist wieder das Klavier aus dem. Ach, guck mal, da geht's auf den Dachboden drauf. Hier passiert was furchtbar Schlimmes. Hier sind auf jeden Fall irgendwelche Sachen versteckt. April. Bin mit Mami zum Krankenhaus in der Stadt gegangen. Die haben mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht. Dann hat mir Mami ein Puzzle im Spielzeugladen gekauft mit 259 Teilen. April. Dover. Oliver ärgert mich immer, du bist krank im Kopf. Das klingt nach Tumor, ne? Oder irgend sowas. Ich habe Oliver angelogen, habe ihm gesagt, er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Dann habe ich ihn von außen auf den Dachboden eingesperrt mit meiner Fernbedienung. Er hat geheult, lass mich raus, Lukas. Ach so, Lukas. Ich habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Habe sie mit einer meiner Trophäen zum Erfinderwettbewerb vereint. Jetzt wird sie nie finden. Ja, da halt, oder? Das ist doch die Große. Das kriegt man schon für den zweiten Platz. Wie sieht denn dann das für den ersten Platz aus? Das ist der Erfinder. Da ist noch eins. Ja, noch mehr. Da hat jedes Kind Brennkraftstoff im Schrank. Little Slugger. Ist doch bestimmt irgendwo auch so eine Wackelkopffigur, oder? In so einem Kinderzimmer. Ja, naheliegend. Obwohl, man müsste es ja hören, ne? So ein Krokodil lag doch auch in dem anderen Bereich schon. Mhm. War das Zimmer von Zoe. Was ist das hier vielleicht? Das ist eine Lampe. Nee, ist aber auch ein. Siehst du? Dieser Schlingel. Alrighty. Da ist noch ein Kraut, glaube ich. April. Oliver hat zu schreien aufgehört. Und manchmal höre ich von oben ein Klopfen. Es stinkt total und so ein seltsamer Saft tropft von der Decke. Wie auch immer, weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Jetzt leuchtet sie sogar nachts. Achso, okay. Ist denn dann Oliver dieses vergilbte Kind gewesen, was wir oben gefunden haben? Mit dem, wo wir den Arm abgenommen haben. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass wir da oben noch ein anderes Kind finden. Ja, hurra!
Ich spiele nochmal ein Solo. Kaputt. Ich werde diese Schallplatte nicht kaufen, sie ist verkratzt. Verkratzt. Ja gut. Na dann hoch. Scheiße. Ja, genau. Hurra, ich liebe es. Oh, schau mal. Geburtstagstape. Hier ist irgendwo so ein Wackelkorb. Ja, ich glaube, der ist aber irgendwie eher nach links. Ah, nee, doch nicht. Schnauze, Wackelkopf. Das sieht fies aus. Ich gucke erstmal hier. Weihnachtsbaum, da kann ja nichts mehr schief gehen. Renovierungsauftrag. Kunde Jack Baker. Auftragnehmer Trevor in Chamberlain Construction. Renovierungszeit 10. November 1992 bis 30. November 1992. Umfanginstallation von schattenaktivierter Tür in Eingangshalle. Hä? Das ist die das erste Schattenrätsel. Oder? Ist das geil. Schattenaktiviert. Als wäre das so was total Normales, was im Katalog steht. Durch die Scheiße. Ach, fuck. Kannst du so noch die andere kriegen? Genau. Okay. Dann kann man die vielleicht doch reparieren. Spielzeug-Axt. Lass ich jetzt mal da. Mal wieder einen größeren Rucksack gebrauchen, oder? Mhm. Schau doch mal, ob du irgendwas kombinieren kannst. Haben wir dabei? Wir haben auch das genommen. Oder so. Hier kann man wieder irgendwie rätseln. Das ist wieder eine Schattentür, ein Schattengeheimnis. Nö. So ähnlich, oder? Bisschen nach unten. Das ist irgendwie. Macht nicht so, wie ich das will. So eher. Komm schon, Spiel. Vielleicht musst du noch was Zweites finden. Aber ich kann das ja nicht kombinieren mit nix. Achso, dann geht er ja sofort in den Interaktionsmodus. Dann musst du doch den Dreh finden. Oh. Warte, warte, warte. Ja, fast. Ganz knapp da, ne? In der Richtung. Jetzt, jetzt. Ah, ist rein. Ach, das ist dieses blaue Ding, sie, oder? Wenn ich es nehme, passiert was Schlimmes und hier unten kann was rauskommen. Videokassette. Gottes Willen, so viel Shit. Was mache ich denn jetzt? Urteil. Das Gemälde zeigt eine Frau, die von einer vor einer Menge kniet. Ja. Ist das hier unten ein Loch? Ja, oder? Oder ist das nur ein Schatten? Kann man schwer erkennen. Zu dunkel. Kann man hier noch was aufmachen irgendwie oder da hochklettern? Was ist denn das jetzt für eine Anzeige, die da neben deiner Waffe ist? Ich kann die Munition wechseln auf diese verbesserte Pistolenmunition, ach so, das ist die ich gebaut. Okay. Will die Oma wieder da werden? Irgendwas ist an diesem Raum, der ist viel zu harmlos. Hier passiert schlimmer Shit. Jetzt kommt mich jemand holen. Immer noch nicht. Dann würde ich schon mal runtergehen und das blaue Ding in die Tür stecken. Das ist nämlich schon mal weg und die Flinte holen. Den Duren kannst du ja gleich, ne? Genau. Willst, dass wir kann keine. Ich nicht. Ach shit. Dass wir nichtsdestotrotz zwar jetzt zwei Flinten haben, aber nichts zum Einpacken. Ja, und vor allem ist sie auch kaputt, oder? Aber ablegen können wir sie trotzdem. Wow! Wow! What the fuck? Drei Schuss? Alter, was bist denn du für ein Kind? Man muss den Kopf halt treffen, aber das ist gar nicht so leicht. You are a very good murderer.
Aber das ist doch hier der Garten, wo wir uns. Hier sollte doch alles, also hier sollte alles friedlich sein. Der Garten Eden, so to speak. So. Wir legen ab. Ne, halt, die stecken wir gleich da rein. Wir legen ab Krähe, wir legen ab Skorpion. Die Schlange behalten wir mal. Dann lege ich jetzt diese verbesserte Munition. Du kannst die große Shotgun ja mal kurz ablegen, solange wir diese kleine Runde hier drehen. Ja, mit dem einen Schuss macht es auch nicht dicke. Haben wir noch irgendwo eine Wir könnten uns das Videoband gucken. Wir könnten, also die Shotgun kannst du noch holen. Das Videoband machen wir einfach in der nächsten Folge. Okay. Halt, ich steck das hier noch rein. Wir hatten doch irgendwo noch einen Schrank, der Welcome Dietrich to braucht, Paradise. Oder? Weißt du noch? Siehst du, ist das schon mal erledigt. Ja. Weißt du noch, wo das war? Was denn? Hatten wir nicht noch irgendwo einen Schrank, der Dietrich brauchte, oder... Dachten wir nur, dass es da irgendwo. Also in einer der letzten Folgen ging das einfach so auf, wo wir erst dachten, aber das war es wahrscheinlich nicht, was du meintest. Oh, warte mal, da liegt noch was. Dreh ich mal um. Oh. Oder geh ein Stück zurück. Genau. Jetzt guckst du nach links unten. Da. Ja, ach nee, da war was drin. Ja. Okay. Das war nur zum Interagieren. Wann ist eigentlich das hier offen? War schon immer offen? Ich glaube, das war schon immer offen. Beziehungsweise konnten es aufmachen. Das Schöne ist, in dem Zimmer sind wir sicher. Die jetzt in den Raum. Danach ist halt die Frage, entweder den anderen Schlüssel noch holen oder Kassette gucken. Ich wäre für Kassette gucken. Ja, das ist von unmittelbarerem Erfolg gekrönt. Vor allem, das war doch irgendwie Happy Birthday oder so heißt sie doch, oder? Ja. Das ist bestimmt was total Nettes. Ich glaube auch. Okay. Haben wir noch Zeit oder machen wir an dieser Stelle einen Break? An dieser Stelle machen wir wie immer eine Notschlachtung. Warte mal, was ist denn das hier eigentlich noch? Stabilizer. Das ist zum schneller Nachladen. Ich kaufe das jetzt kurz noch. Echt? Meinst du nicht, dass wir da irgendwie eher noch mal was Besseres kriegen? Recht. Du hast recht. Siehste, immer schön der Knauserich. Dann machen wir an dieser Stelle eine Pause. Danke fürs Zuschauen. In der nächsten Folge gucken wir das Happy Birthday Video. Bis dann. Ciao.